Das hier ist der neue Mini Cooper. Das hier ist auch der neue Mini Cooper. Den Mini gibt es jetzt doppelt. Hier steht der vollelektrische neue Mini Cooper SE, der in China von Spotlight Automotive, einem Joint Venture mit Great Wall Motors, gebaut wird. Er teilt sich auch die Plattform mit GWM-Modellen. Parallel zum elektrischen Mini gibt es jetzt auch den neuen Verbrenner als Mini Cooper C und Mini Cooper S. Der steht hier als Major Facelift mit neuem Innenraum. Und natürlich starten wir zur Probefahrt. Den elektrischen Mini, den konnte ich euch bereits in aller Ausführlichkeit vorstellen. Deswegen kümmern wir uns jetzt um den Benziner, den neuen Mini Cooper S. Ich hoffe, ihr seid mit dabei hier bei Autonotizen mit mir, dem Bernd und dem kleinen Schwarzen. ,88 m lang ist der Verbrenner-Mini, damit 2 cm länger als der elektrische. Auf der bekannten Plattform des Vorgängers gibt es hier das Modell im neuen Design mit einer leicht neu arrangierten Front. Unser schwarz lackierter Testwagen hat dann als schönen Kontrast hier diese hellkupferfarbenen, leicht güldenen Ränder um die Frontmaske mit dem Kühllufteinlass und auch das Mini-Logo und dazu dann auch diesen Farbkontrast auf den Leichtmetallfelgen. Zwei Varianten werden angeboten. Einmal der Mini Cooper C mit einem 1,5 Liter Dreizylinder Benziner und 156 PS. Hier haben wir den Mini Cooper S und der hat unter der vorderen Haube einen 2 Liter Vierzylinder mit Aufladung natürlich auch und der entwickelt eine maximale Leistung von 204 PS. Jetzt kommt der Dreitürer, leicht zeitversetzt, mittlerweile auch konfigurierbar, ist der neue Mini Fünftürer, der die gleichen optischen Retuschen bekommt. Der hat dann ein bisschen mehr Platz auf der Rücksitzbank, ohne wirklich geräumig zu werden. Und beide teilen sich mit dem elektrischen Neuling im Programm dann auch die Heckansicht mit den fast dreieckig geformten Rückleuchten, die den Union Jack aber auch noch so teilweise dann zitieren und einer durchgehenden Leiste, einer schwarzen Leiste, die natürlich hier auch schwarz ist, am schwarzen Auto natürlich dann nicht ganz so gut zu sehen. 210 Literchen misst der Gepäckraum. Da passt dann der Wochenendeinkauf rein und eine Sporttasche oder die Sporttasche, je nachdem, was für eine Turnübung man betreiben will. Die meisten Mini-Fahrer dürften in einem weniger kinderreichen Haushalt unterwegs sein. Und dann kann man natürlich auch einfach die Rücksitzlehne geteilt nach vorne umklappen und hat dann einen größeren Laderaum. Und da kriegt man dann auch mehr als nur den Wochenendeinkauf hinein. Kleine, aber feine Unterschiede, vielleicht so unnützes Fanwissen, unten in Klammern, für Mini-Freunde. Ein Unterschied zum elektrischen Mini Cooper ist die Stabantenne hier am Dach. Die bleibt beim Verbrenner bestehen. Außerdem hat der Elektro-Mini aerodynamisch optimierte eingelassene Türgriffe und hier beim Verbrenner gibt es weiterhin die praktischeren und ergonomischeren Bügeltürgriffe. Im Gegensatz zum Auto bin ich gar nicht so Mini, deswegen spare ich mir das Hintensitzen. Würde ja nur bedeuten, für mich zu eng. Wir haben für kleine Menschen oder auch wenn große Menschen nicht vorne mitfahren, dann hier Platz für zwei Personen, kein Mittelplatz. Das sehen wir schon an der Ausformung der Bank. Aber wie ich es eben gezeigt habe, würde es in meinem Fall besser als Ablage oder als Gepäckraumerweiterung funktionieren da hinten. Vorne sitzt man bequem auf schönen großen Sitzen. Ich mag das Raumgefühl im Mini durch die steilen Scheiben und die weit entfernte Windschutzscheibe. Hat man hier echt einen schönen großen Innenraum, ohne dass so ein Pseudo-Van-Feeling aufkommt, was ja dann ein bisschen weniger hübsch wäre. Man ist eben weiterhin schon voll integriert und es gibt auch im Innenraum viel Neues zu entdecken. Zentrales Element im neuen Cockpit ist das runde OLED-Display für alle Infotainment-Funktionen und Informationen, Bordcomputerangaben, Wetterinformationen und da kann ich dann hier durch verschiedene Menüebenen durchswipen.
Außerdem lässt sich dann hier die Klimatemperatur verstellen. Das finde ich ein bisschen kleinteilig. Während der Fahrt ist das auch leicht ablenkend. Außerdem dann je nach Ausstattung Sitz, Heizung und Lenkradheizung. Hier unten kann ich dann direkt aufs Klimamenü zum Beispiel zugreifen, aber auch das Audioprogramm verwalten. Apple CarPlay und Android Auto sind auch an Bord. Die Navigation kann ich hier aufrufen und dann komme ich mit dem Häuschen auch zurück ins Hauptmenü. Und dann kann ich mir hier auch alle Apps anzeigen, die so drin sind. Amazons Alexa haben wir zum Beispiel als Sprachsteuerung. Ich kann dann hier die Fahrassistenz aufrufen und dann hier eben auch noch verschiedene Informationen mir entweder holen oder Dinge konfigurieren. Ist also alles hier möglich. Wirkt so flüssig von der Bedienung und die Übersicht. Da muss man sich ein bisschen reinfummeln. Das ist alles schon gleich kleinteilig, aber mit der Zeit geht es dann. Es bleibt bei schönen Kippschaltern. Darunter haben wir einmal hier das Hebelchen für die Fahrstufe, dann den virtuellen Schlüssel. Das finde ich schön, nicht nur ein profaner Knopf, sondern den muss ich drehen. Und dann kann ich hier mit diesem Kippschalter die Mini-Experiences durchschalten. Das sind Fahrmodi. Go-Kart ist der Sportmodus, dann haben wir hier einen Normalmodus. Ich übersetze das mal. Ja. Der Green ist der Eco-Modus. Und da gibt es dann eben auch hier dann eine bestimmte Begrüßungsmelodie. Und dann haben wir auch den Timeless-Modus, der dann ein bisschen so klassisches Layout hier mit Zentraltacho und digitalen Zeigerinstrumenten ins Auto bringen soll. Außerdem kann ich dann hier noch die Windschutzscheibenheizung und Heckscheibenheizung ansteuern, die Kameras und dann hier auch die Fahrassistenz aufrufen. Außerdem das Auto-Setup hier dann direkt beeinflussen, wenn ich möchte. Je nach Ausstattung gibt es dann hier unten auch noch eine induktive Ladefunktion für Smartphone vor den beiden Becherhaltern. Und hier ist dann so eine Box in der Mittelkonsole, die ich auch herausnehmen kann. Favorite Trim heißt die Ausstattungslinie, mit der unser Testwagen sich kleidet. Und dann ist das Cockpit hier mit so einer gestrickten Oberfläche versehen. Das finde ich, sieht ganz gut aus. Hier ist dann noch so eine kleine blaue Kontrastfläche drin. Das wirkt schon alles ganz nett gemacht. Außerdem ist ein Head-Up-Display hier an Bord. Das spiegelt seine Informationen aber weiterhin nicht auf die Windschutzscheibe, sondern leider auf so eine kleine Kunststoffscheibe vor dem Fahrer. Aber im Gegensatz zu anderen Head-Up-Displays dieser Bauart ist das hier zumindest gut ablesbar. Und die Informationen im Head-Up-Display, die nutzt man natürlich vor allem während der Fahrt. Und genau das interessiert mich auch. Wie fährt sich denn der neue Mini Cooper S? Los geht's zur Testfahrt. Wir schalten in den Go-Kart-Modus. Dann dauert es ein bisschen, bis das System rechnet. Und wir haben so computerspielmäßig dann da so einen Applaus. Und jetzt ist der Mini angeschärft. Gaspedal, Kennlinie, Lenkung, alles jetzt auf Sport. Und vor uns liegt eine kurvige Landstraße. Los geht's. Und hier ist der Mini zu Hause. Nicht auf der Autobahn, wo er auch 242 km/h schnell wird. Aber das hier, leere Straßen, schönes Wetter. Und der Mini, das ist eine gute Kombination. Trotz Frontantrieb gibt es nur eine sehr geringe und gleichzeitig echt gut dosierbare Untersteuerneigung. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal langsamer fahre vor der Kurve und dann beschleunige und einlenke gleichzeitig, wie jetzt, bleibt das Auto auf der von mir vor dem inneren Auge geplanten Ideallinie. Die Bremse ist gut dosierbar. Mir gefällt das Lenkgefühl mit dem kleinen, dicken Lenkrad und die Übersicht durch die schmalen A-Säulen. Also es ist echt ein schöner Kurvenracer. Die Fahrwerksabstimmung passt und auch der Motorsound, der angenehm nicht nur irgendwie so soundmoduliert von vorne links oder aus den Endrohren, die man nicht mehr sieht übrigens, rausbollert, sondern so schön im Innenraum präsent ist. Dann wechseln wir jetzt mal in den Timeless-Modus mit der klassischen Anzeige. Gibt es auch wieder eine Sounduntermalung, aber der Fahrspaß, der bleibt genauso, wie es der Modus ist, nämlich Timeless. Also echt schönes
Gesamtpaket hier der Cooper S mit 300 Newtonmeter maximalem Drehmoment, die ab 1450 Umdrehungen anliegen. Ein Doppelkupplungsgetriebe ist serienmäßig und das macht echt einen guten Job. Da vermisst man den Handschalter nicht, also ich zumindest nicht. Und ja, passt alles gut zusammen. Ein bisschen über 6 Liter braucht der Cooper S nach WLTP-Norm an Sprit auf 100 Kilometer. Wir sind jetzt einen Tag mit dem Auto natürlich zum Spaß haben und zum Ausprobieren unterwegs, wollen ja hier Erkenntnisse gewinnen. Uns erzählt der Bordcomputer gerade Werte zwischen 8,5 und 9 Litern. Ja, mit diesen Kurven, ich kann mich nur wiederholen. Du merkst richtig, wie die Reifen genau vom Auto an der Haftgrenze entlang durch die Kurve geschoben werden. Nichts wimmert, nichts quietscht, nichts schmeißt dir irgendwie einen Keil zwischen die Beine. Also ich mache das jetzt bestimmt noch ein paar Stunden und dann fahren wir irgendwann zum Fazit. Aber ich kann mir vorstellen, dass erst der Tank leer ist, bevor ich keine Lust mehr habe. Ab 28.900 Euro gibt es den Mini Cooper C. Der Mini Cooper S startet bei 32.900 Euro. Also haben wir auch hier zwei Varianten, wie beim elektrischen Mini. Und die liegen beide 4.000 Euro unter dem E-Pendant. Das mal so zur Einordnung. Unser Testwagen hier in dem Favorite Trim genannten Ausstattungslevel bringt dann noch ein XL genanntes Optionspaket mit und die Lackierung in Schwarz Metallic. Der kostet deutlich mehr. Er hat einen Listenpreis von 44.620 Euro. Das zeigt aber auch, dass der Mini natürlich nicht einfach nur ein profaner Kleinwagen ist. Er ist dem preislich komplett entrückt. Das war so, das ist so und das bleibt auch so. Sondern man entscheidet sich für einen Mini meist aus wenig rationalen Gründen. Und was bekommt man dafür? Eine echt ordentliche Fahrspaßmaschine. 1360 Kilogramm ist das Leergewicht des Cooper S ohne Extras. Mit Extras dürfte es ein bisschen mehr sein. Und damit liegt er gut 300 Kilo unter dem elektrischen Mini, der für sich mit dem niedrigen Schwerpunkt, dem Akku im Boden, aber auch einen grandiosen Fahrspaß bietet. Und das ist auch der Fall beim Mini Cooper S. Und da bleibt er sich trotz der Neuerungen beim Design außen und innen Gott sei Dank treu. Mehr zum Mini Cooper gibt's bei autonotizen.de auf der Website, das verlinke ich unten. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung auch den Link zum Video über den elektrischen Mini Cooper SE. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal reinklickt und mir dann eure Meinung sagt in den Kommentaren. Welches wäre eure Wahl? Was haltet ihr vom Update des Verbrenner-Minis? Und ich freue mich auf eure Kommentare, werde sie alle lesen und auf die meisten davon antworten. Vielen Dank an den Matthias fürs Filmen. Bis zum nächsten Mal bei Autonotizen. Ciao.